Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ori and the Blind Forest mit dem Gegner hier. Ah, hör auf. Dankeschön. Ja, im letzten Part haben wir hier so ein riesiges Spinnenviech oder sowas gesehen. Der richtige Name ist mir entfallen und hier gibt es ein weiteres Seelentor für mich, wie ich gerade sehen kann. Ach, das war dieses, was ich nicht auch machen wollte, ne? Sehr schlau. Ach, jetzt kommt hier so eine Art Bosskampf, oder was? Gumos Versteck. Okay, hier habe ich natürlich noch überhaupt nichts, aber weil hier ein Kartending jetzt ist, kann ich jetzt einfach mal meinen Kartenstein benutzen und jetzt wird mir schon hier alles angezeigt. Von der Mondgrotte. Ist immer noch Mondgrotte? Ja. Also kann ich die jetzt rein theoretisch auf 100% bringen, aber ich kann diese komischen Sperren hier irgendwie nicht öffnen. Das sind diese Energietore da. Okay, wenn ich viel Energieteile habe, kann ich da was aufmachen. Sehr interessant auf jeden Fall. Und hier muss man wahrscheinlich viel und gut springen, so wie es aussieht. Also es sieht wieder richtig geil aus von der Grafik auf jeden Fall. Oder was sagt ihr dazu? Also das ist doch traumhaft. Ist echt schön. Also erstmal sehen, Portal oder wie die Scheiße heißt. Ich gehe jetzt mal hier runter schauen. Insofern mir das erlaubt wird. Nein, wird mir nicht. Ich muss hier runter. Oh, yeah. Okay, Sudden Death, sondern Instant Death. Wie in Mario ja auch. Ist ja auch ganz logisch, aber wird zerquetscht. Was will man machen? Was gibt's hier? Schon wieder ein Kartenfragment. Ich finde irgendwie immer ein Kartenfragment. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwo mal eins nicht richtig hingetan. Ja, das ist kurz vorbei. Kann ich mich jetzt besiegen? Wow. Spiel gespeichert. Ach, guck, das ist der Bosskampf. Nee, will ich noch gar nicht. Ich will erst mal den Typen hier umbringen. Hallo. Darf ich nicht. Wow. Nee, der macht mich richtig geil. Scheiße, ey. Kommt da raus, da ist er. Ist aber eigentlich gar nicht so schwierig, wenn man sich nicht so schlecht anstellen würde wie ich. So, die Leben hebe ich mir aber sogar erstmal noch auf. Lass mich doch mal Ruhe. Eigentlich ist es nämlich nicht so schwierig, aber ich nehme die Leben doch noch ein einziges. Nehme ich hier. Achso, es ist nur ein einziges, was man da bekommt. Eigentlich nur abschießen, wenn er in der Luft ist und halt seine Attacken wieder ausweichen. Also eigentlich nicht so schwierig. Aber man sollte halt auch noch wissen, dass der immer unter einen kommt. Also, das sollte man meiden, sich danach natürlich hinzustellen. Und er stellt noch so komische Viecher. Aber bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. Auf jeden Fall eigentlich ein ganz cooler Boss. Auch wenn er... Ja, er ist nicht so leicht, wie man denkt. Hat so viel aushalten, dass ich beim nächsten Treffer down bin. Das ist ziemlich spannend, finde ich. Scheiße, komm, kratz ab. Ah, ist fast tot. Ja, er ist down. Richtig nice. Und Boss-Tor ist offen. Wir haben richtig fett gerockt. Gib mir die Leben her. Dankeschön. Jetzt einfach noch nach oben. Sehen noch nicht. Oder doch passt. Ja. Snackt ihr das Teil? Ah, hier gibt es also wieder irgendwo so ein Tor, was es zu öffnen gilt. Hallöchen. So, mit dem habe ich noch eine Rechnung offen, ihr wisst es ja. Auf jeden Fall cool, dieser Boss. Ja, wie schon gesagt, war nicht zu schwierig, also habe ich ja relativ schnell geschafft. Immer das, was so mit gewissen Bossen aus Rayman Origins vergleicht. Also von der Länge her, die ich da gebraucht habe. So, gespeichert habe ich gerade, ne? Gut. Wow. Herrliche Dinger hier. So, da unten war ich jetzt überall. Jo. Auf der anderen Seite geht es nicht raus. Das heißt, ich werde mich mal auf der anderen Seite umsehen. Oder ich gehe auch mal hier hin. Doch, doch, hier gibt es das andere Fragment für die Tür. Danach kann ich ja irgendwie die Türe wahrscheinlich öffnen und kann dann da lang gehen. Und da ist danach Speicherpunkt, wie ich sehe.
Das heißt, hier gibt es noch so Bonus-Zeugs. Werde ich mir aber natürlich auch noch ansehen. Ne? Ich habe ja gesagt, ich versuche alles so weit anzuschauen, wie es möglich sein wird. Also ohne jetzt irgendwie zurückzugehen oder sowas. Einfach nur halt so in einem Run. Und das war schon ein Fehler. Und das ebenfalls. Ja, ich werde da oben, glaube ich, nochmal einen Savepoint machen. Weil hier die ganze Zeit hoch zu jumpen, wenn man stirbt, ist ja auch nicht das Wahre. Nicht wahr, Freunde? Ich denke, dass ihr das so spannend finden könnt. Ich finde es nämlich nicht so geil. Also hier noch ein Speicherpunkt. Kostet ja so gut wie nichts. Nur eine kleine Seelenverbindung. Die kann ich gerade so noch erbringen. So, das ist hier irgendwie rüber. Hier nochmal rüber, wenn das möglich ist. Genau. Jetzt gibt es hier sogar noch so ein fettes Teil. Und hab bald ein neues, einen neuen Skillpunkt. Boah, das kommt überraschend, mein Freund. Das hast du gut gemacht. Ja, das ist das Tor, von dem ich vorhin geredet habe. So, da war noch mal kurz ein Speicherpunkt. Das sieht so leicht aus. Komm. Okay, war gar nicht so schwierig. Na, da kann ich aber auf jede Fälle hoch. Oder etwa nicht. Nee. Nee, scheint nicht so. Ich kann anscheinend nicht hoch. Gut, da war ich jetzt hier. So weiter. Doch, ich muss da irgendwie hoch können. Und da hinten kann ich ja schon mal hingehen und mir die ganze Scheiße holen. Da muss ich ja eh wieder zurück. Und auf dem Rückweg kann ich dann auch noch den Bonusweg nehmen. Oder vielleicht erlerne ich da wieder eine neue Fähigkeit. Das wäre natürlich super. Welche auch immer. Ich kenne das Spiel ja nicht. Auf hier. Super. Oh. Nein. So war das nicht gemeint. Platz, Freunde. So, ein neues Seelenfragment haben wir auch schon bekommen. Natürlich habe ich diese Vierertüre verletzt, nicht vergessen. Also, ich versuche natürlich schon... Hä? Achso. Ich habe den zweiten noch gar nicht geholt. So, dann ist natürlich scheiße. So. Ist jetzt aber auch schon getan, also mach auf hier. Auf. Gut. Ist doch guter Job hier. So. Naja, ich mag es ganz besonders nicht. Ja, wie gesagt, ich habe meine, diese Vierertüre von den Zielverbindungen natürlich nicht vergessen. Auf der Karte. Das wäre schon nice, wenn ich die mir holen könnte. So, ein Gegner, den nehmen sollte ich keine Leben verlieren. Der kann nämlich überhaupt nichts. Gut. Boah, der hat mich überrascht. Aber zum Glück nicht getroffen. Oh, ja, ich krieg eine neue Fähigkeit sogar. Der Stammbaum Lero liegt hier. Sie war schnell und beweglich und durchschnitt die Luft. Ach, kann ich jetzt höher springen? Das wäre echt nice. Das brauche ich öfter mal. Und... Zack. Doppelsprung. Wieso wusste ich, dass sowas noch kommen wird? Das war noch richtig... Klar, dass es noch kommt, ja? Weil es kommen einfach so viele Stellen, wo wir noch nicht hoch konnten. Und jetzt gibt es sogar ganz am Anfang diese eine Stelle da, wo ich immer probiert habe, wisst ihr noch? Und da auch nicht immer hochkam. Die können wir jetzt auch machen. Schon irgendwie lame, also nicht lame, aber... Ja, man muss ja auf jeden Fall immer sehr viel zurückgehen. Oh, wartet mal, ich kann hier einen Schlüsselpunkt machen. Hier ein neues Seelenportal holen. Nicht Seelenportal, sondern, ja, ihr wisst schon, Seelensteine und so.
So. Und ich gebe noch einen kleinen Tipp. Ich habe gehört, man kann dieses Spiel quasi nur einmal durchspielen. Also wenn man ein Konto hat, kann man das dann, wenn man das durch hat, nicht wieder reingehen. Also falls ihr vorhabt, 100% zu spielen und das Spiel vielleicht auch besitzt, würde ich euch raten, macht es danach schon rechtzeitig. Weil wenn ich es zu spät mache, geht es halt nicht mehr. Ist ja doch ein bisschen asozial mit den ganzen vielen Assis, aber sie sind alle down. Schön. War schon wieder ein neues Teil. Das finde ich echt richtig nice. Energiezelle gefunden. Läuft doch so langsam. Auf der Seite habe ich jetzt alles abgeschlossen, oder? 41%. Jetzt könnte ich nach oben, aber ich gehe noch auf die andere Seite auf jeden Fall. Au. Ja, war natürlich gut, dass hier nochmal so ein Teil, dass ich hier nochmal einen Save Point gemacht habe. Muss ich nochmal kurz noch was spielen, glaube ich. Aber nicht mehr allzu viel, ja, passt. Ja, mach mal das hier. Das war ja zum Glück nicht allzu viel, den assigen Gegner da kurz nochmal. Komm. Oh, von dem lasse ich mich ja wohl wahrlich nicht klein machen, da kann der überhaupt nichts. Okay, ich nehme alles zurück. Und vor der Seelenverbindung hatte ich auch nochmal, also vor der erweiterten Seelenverbindung hätte ich nochmal das Spiel speichern können. Aber jetzt ist ja auch egal, ne? Kann ich ja jetzt machen. Dafür möchte ich ja nicht mehr so viel. Mann! Jetzt geh rüber, Alter. So, ich gehe einfach hier rüber, die können mich mal. Vermisst dich alle. Boah, ich hasse es. Was ist denn jetzt los hier? Ja, ich lasse das Ding jetzt mit absichtlich aus. Das braucht doch keiner. Mann, ich will jetzt schnell wieder da zurück. Das verbraucht so viel Zeit vom Part. Das gibt's gar nicht. Ja, komm. Jetzt kratze ich ab, Alter. Jetzt kennt weiß doch eh jeder. Ne, die Gegner mag ich nicht. Die nerven einfach, weil die nicht tot gehen wollen. So, falls ich nochmal sterbe, wisst ihr ja, ne? Kurz nochmal alles Teil gemacht. So, jetzt kann ich sogar noch einmal speichern. Plus immer noch das Vierer Portal öffnen. Wie man darüber kommen, weiß ich nicht, ohne Schaden zu nehmen. Okay. So ein fetter Stein, aber den haben wir auch gerockt. Gut, aber ich würde sagen, gehen wir erstmal hier weiter. Wo ist denn das Portal? Da unten. Wenn ich dahin komme, das wäre richtig gut, ohne zu sterben. Oh, oh fuck. Nein, ich habe das nicht gesehen. Ich das hasse, wenn ich irgendwas nicht sehe. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, das Viererportal, ja, noch heute in diesem Part öffnen zu können. Dann kann ich danach speichern. Und dann ist alles gut. So. Auf hier. Ach genau, ich könnte mir auch eigentlich, genau, beim nächsten größeren Portal. Aber beim nächsten Speicherpunkt werde ich danach meine, ja, ihr wisst schon, wieder auffüllen. So, jetzt schauen. Macht mal Platz hier, kann ich nämlich durch. So, ist das Portal direkt hier unten. Ja, ist das? Wow, den Zacken habe ich nicht gesehen. Ich habe noch ein einziges Leben. Das ist natürlich doof, aber das ist umso besser, dass wir danach nochmal die Möglichkeit war zu speichern.
Kommt, Freunde, macht's doch nicht so kompliziert. Verpisst euch hier mal. Scheiß Balken, ey. Braucht keiner. So. Ich muss hier ganz genau abpassen, wann der hier kurz. Jetzt kann ich rüber. Okay, jetzt kann ich hier durch. Zack, 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 zack. Platz machen. Ich hoffe, ich krieg bald eine Seelenverbindung. Ach so, geht es jetzt? Muss ich das hier weiter schieben? Nein! Geh doch nicht runter. Was ist mit mir? Die sind ja lustig heute. Wartet mal. Oh, ich glaube, ich muss da hoch. Nein. Boah, Mann, ich habe echt scheiß Voraussetzungen. Ein einziges Leben. Ich darf keine Safe Points machen. Das ist echt scheiße. Gibt's hier nicht irgendwas? Komm, gib mir ein Leben, Junge. Leben. Ach, keine Ahnung, Freunde. Ich würde sagen, ich beende einfach mal. Wir sehen uns danach im nächsten Part wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ja, wir starten dann noch das nächste Mal hier weiter. Ist schon ein bisschen spät, deswegen werde ich jetzt auch erstmal eine Aufnahmepause machen. Mal schauen, wie es im nächsten Part aussieht, Freunde. Und dann würde ich sagen, Daumen hoch geben, wenn es euch gefällt. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.